mein Herz, Ibrahim. Oh, mein Herz. Isgard-Tiad. Also gut, bringen wir es zu Ende. So wie es sein muss halt. Krialen! Du kannst nicht gewinnen, auch nicht, wenn du mich tötest! Siehst du, so einfach ist es nicht. Wo das herkam, gibt es noch mehr. Ach, doch, 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 doch. Junge, du bist am Ende. Was stapft denn da hinten durch die Gegend? Und wird quasi von mir so überhaupt nicht beachtet. Ja, wenn Geralt jetzt mal aufhören würde, jetzt durch die Gegend zu tänzeln und tatsächlich auch laufen würde, wenn ich sage Lauf, dann könnte ich Kalant hier vielleicht auch ein bisschen schneller ausschalten. Du kannst nicht gewinnen, auch nicht, wenn du mich tötest. Ja, okay, ich geb's zu, das war knapp. Ich habe auch definitiv keine Lust, mich irgendwie mit dem Dings rumzuplagen hier. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Oh Mann, ey. Magier, geh mir nicht auf den Sack. Was mich gerade so ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass die anderen Tränke da nicht angezeigt werden. Echt nochmal verschieben hier, wa? So, jetzt ist nämlich die Schwalbe auch wieder da. Du kannst nicht gewinnen, auch nicht, wenn du mich tötest. Da bist du ja. Ich finde, ich mache das eigentlich ganz gut. Also ein, zwei Mal hatte ich eben wieder mit der Steuerung zu kämpfen, aber prinzipiell liegt das eigentlich ziemlich gut. Gut, das jetzt vielleicht nicht so sehr, aber... Prinzipiell denke ich schon mal, den haben wir erledigt. Und wo sind wir jetzt? Hat er uns wieder nach Tir na n'Og teleportiert? Da oben brennt alles, aber brennt da die kaiserliche Flotte? Oder brennt da irgendwas anderes?
Ciri. Gut gemacht, Jungs. So, und jetzt? Und wir anscheinend mit irgendwas kämpfen. Ich bin auf jeden Fall gerade im Kampfmodus. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance, Jarni! Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Elf. Du kommst nicht durch ihre Rüstung. Wirf sie ins Meer! Ja, mich nicht, du blödes Tier, du dummes, du. Aua. Okay, gut, ich sollte vielleicht richtig kämpfen. Oder alternativ gehe ich einfach weiter. Das hätte natürlich auch was. Und lass die einfach hinter mir, weil wir wollen ja auf die Nagelfahr. Hjalmar, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfahr. Auf wen sollen wir schießen? Wir ersaufen euch Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist. Keine Zeit, ich muss hier mal durch. Dankeschön. Ich habe gesagt, ich muss hier durch. Guck mal zur Seite da. Die werden wohl Krach nicht töten jetzt, oder? Finde ich nicht in Ordnung. Irgendwelche letzten Worte. Halt's Maul und kämpf! Du hattest deine Chance. Hexer, ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Wenn du im Sterben liegst. So, und diese Konfrontation, die hier über 400 Folgen in the making ist jetzt... Die fühlt sich viel epischer an, weil wir zum Beispiel am Ende von The Witcher 1, als wir die Wahl hatten, nachdem wir Alvin besiegt hatten, uns eben nicht dafür entschieden haben, gegen den König anzutreten. Habe ich auch das richtige Schwert ausgerüstet. Probier's mal mit dem Stahlschwert. Gucken, ob das mehr bringt.
glaube aber tatsächlich nicht, ne? Ich glaube, es ist tatsächlich das Silberschwert das Richtige. Ich habe durchaus gesehen, dass unser Schwert beschädigt ist. Und unsere Rüstung ist auch. Ja, wunderbar. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen belastend. Sache ist die, dass ich diesen Kampf hier eigentlich nicht unterbrechen will. Ja, ja, ich komme ja schon. Wenn du willst, dass ich komme, dann komme ich natürlich auch. Werter Herr König! Ich kann doch seine Majestät nicht warten lassen. Na komm schon. Und dann... Au! Au! Und natürlich haben sie mich in Kaer Morhen gut ausgebildet und Döner. Was denn auch sonst? Geronimo Schröder! Keine Ahnung. Und das lasse ich immer dann, wenn ich irgendwie Quell aktiviere, weigert sich zu bewegen. Durch dann natürlich gleich wieder einen Schlag abkriege und meinen Schutz gleich wieder aufgeben muss. Aber jetzt bin ich so ein bisschen drin im Kampf, ne? Ich komm ja schon. Ich mach da das wieder. Na, das ist das eine, wo ich dann mal ein bisschen am Abstand bleibe, ne? Da. Oh! Teleportiert der Sausack sich einfach einmal mehr. Zumindest konzentrieren. Ich meine, ja, prinzipiell. Ist der Kampf jetzt nicht so schwer. Ist wirklich nicht so schwer und ich frage mich schon die ganze Zeit, ob da noch was kommt.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, dass wir auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad des Spiels spielen. Es gibt noch einen höheren, aber der ist halt auf einem ganz anderen Level. Den hatte ich uns mal erspart. War aber, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, das nicht zu machen. Der Sau, sagt er. Hat er echt noch ein paar Schläge reingekriegt. Du hast mir also was zu sagen. Avalach hat uns beide hinters Licht geführt. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt und ist mit Cirilla verschwunden. Das war doch zu erwarten. Ich glaube dir nicht. Also doch nicht die Konfrontation mit Eredin, der letzte Kampf. Ich meine, ja, ist es rein theoretisch sowieso nicht, weil ja die Add-ons noch kommen, ne? Aber... Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir dem nicht trauen können, ne? Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber... Das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Was werden wir dort finden? Wenn man den Folianten Glauben schenken kann, werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Schwerkraft, Zeit! Und Vic wird komplett auf den Kopf gestellt. Du übertreibst doch, oder? Kein bisschen. Die Sphärenkonjunktion hat begonnen. Die Welten, die sind ausgerichtet. Sie durchdringen sich gegenseitig. Avalach könnte das ausnutzen und die Enelle herbringen. Oder Schlimmeres. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Komm mit und sei vorsichtig. Ja. Kleinen Augenblick bitte. Ich muss erstmal. Komm mal, packen wir hier sogar so ein Meister-Set aus hier. Ah, vielleicht eher so ein Meister-Set. Zwei sogar. Jetzt wird hier alles einmal komplett auf Vordermann gebracht. Ich denke nämlich, jetzt steht tatsächlich die letzte Schlacht vor der Tür. Und Hafkarren ist wahrscheinlich das Schwert des Königs der wilden Jagd, oder? Das gehört jetzt mir. Wir müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie Eredin, nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Ja, gut, dann lass uns das verhindern.
Yennefer, weise sie den Weg. Yennefer? Ja, ich soll Yennefer folgen. Dann muss Yennefer sich aber auch bewegen. Also jetzt macht es ja gerade, aber... Scheiße, ein Erdbeben? Wir müssen uns beeilen. Verdammt, das Schiff zerbricht jeden Moment. Versteck dich im Hohlraum auf der anderen Seite. Los! Aua. Unsere Regenerationsfähigkeiten sind so gut wie hier und je. Ich glaube, hier auf dem Weg zu Ciri und Avalach brauchen wir uns jetzt nicht so große Sorgen machen, dass irgendwas schief gehen könnte. Was für ein Pferd? Das für ein Pferd. Yo, ich schnapp mir das Pferd. Bleibt sie einfach wieder stehen, das kann nicht wahr sein. Dies ist nicht Ragnarok. Noch nicht. Die Konjunktion fängt gerade erst an. Was wird als nächstes geschehen? Ich weiß es nicht, Geralt. Ich möchte es auch lieber nicht wissen. Dieses Pferd ist scheiße. Ich will Plätze haben. Ja, warum bleibst du denn dann ständig stehen? Ja, ich reite nur so langsam, wie ich reite. Weil du dich nicht bewegst, meine Liebe. Ja, ich kann ja hier nicht mit Galopp vorpreschen, wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss. Oh, weißt du was? Leck mich. Ja, also doch absteigen. Ich war mir gerade nicht sicher. Warte! Quares Sabel! Bleib nicht bei mir! Oh, jetzt müssen wir kämpfen, wa? Oder zumindest Yennefer dabei zugucken. Das ist aber schon noch ein Stückchen, ne? Bis zu dem Turm da vorne. Vor allem sehe ich gerade keinen offensichtlichen Weg da hoch. Obwohl doch, ich habe eine Idee, wo der Weg sein könnte. Ich warte einfach. Ich will mich da nicht einmischen. Was stellt sich nicht zwischen eine Frau und ihre Beute? Was habe ich meine Waffen gerade repariert? Diese geschärfte Klinge hebe ich mir für Avalach auf. Verdammt! Avalach hat den Turm mit einer magischen Barrikade umgeben! Ja, das hat man doch vorhin schon gesehen. Nein, ich kriege höchstens einen Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen, kommen wir beide durch? Nein, du musst alleine gehen. Ich komme mit Ciri zurück. Ich weiß. Agoreth, Cheygane, Agoreth! Jetzt, Geralt! Mir geht's gut! Geh jetzt! Und bestell Avalach! Herzliche Grüße! Ich kann nur noch mal sagen, ich habe von Anfang an gesagt, dass wir dem Blödmann nicht trauen sollten. Und keiner hat auf mich gehört, ja?
Keiner. Alle haben das gemacht, was der Elf sagt. Wenn es nach mir gegangen wäre, ja? Ich hätte den von Anfang an gar nicht erst in die Pläne mit eingeschlossen. Spätestens nach dieser Laborgeschichte. Einfach vom Bord werfen und gut ist. Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Dass ich dich verschone. Ich glaube, dass du einen Unbewaffneten nicht angreifst. Da wäre ich nicht sicher. Ich bin wirklich sauer. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Du hast es nicht für nötig gehalten, mir deine Pläne mitzuteilen. Tut mir leid. Ich hätte es tun sollen, aber ich hatte Angst, dass du es nicht verstehst. Das gleiche wie mit Yennefer. Komm mit mir, bitte. Mach ich, Geralt. Sobald ich aus dem Turm komme. Falls ich denn rauskomme. Warum zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Und was genau hast du jetzt vor? Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Ja, aber wie? Du musst dieses Opfer nicht erbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben vernichten. Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht und mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg geben. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Viel Glück, Ciri. Vielleicht hätte ich es dir sagen sollen. Vielleicht hättest du es doch verstanden. Ich kenne dich besser, als du glaubst. Lass mich nicht warten. Tritt der weißen Kälte in den Arsch. Ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, wie genau das funktioniert, aber wenn sie sagt, es funktioniert, dann funktioniert das schon. Thank you.
Ja, gut, okay, das Portal ist zu, aber Cirilla ist eine Weltenwanderin, oder? Die kann das doch auch ohne Turm, richtig? Richtig?